Das ist schon so ein bisschen so eine kleine Mafia. Ich habe über das Montana Black Gewinnspiel berichtet und habe auch direkt eine Abmahnung bekommen. Da war jetzt auch vor kurzem mein Gewinnspiel mit einer ganz großen Influencerin und das hat irgendwie anscheinend komplett gefloppt und da war die Teilnahmegebühr auch über 1000 Euro. Vor ein paar Monaten habe ich einen Tipp bekommen. Einen Link zu einer geheimen Telegram-Gruppe. Und das hier war der erste Post, den ich dort lesen konnte. Wir haben tatsächlich Sarah für morgen buchen können. Ihr letztes Gewinnspiel vor 2 Wochen gab 28.000 neue Follower. Es dürfen nur 7 Teilnehmer insgesamt dabei sein. 3 sind vergeben. Das heißt, es gibt nur 4 Plätze zu kaufen. Erwarteter Wachstum 25.000 bis 35.000. Es ist ein sehr exklusives Gewinnspiel. Dementsprechend auch der Preis pro Platz. Meine Quelle hat mir gesagt, der Preis pro Platz wäre angeblich 6.000 Euro. Die Plätze waren innerhalb von kürzester Zeit weg. Ich bin hier also auf eine Telegram-Gruppe gestoßen, wo eine bekannte Influencerin augenscheinlich mal eben 24.000 Euro gemacht hat. Und jetzt denkt ihr bestimmt, oh Gott, welche Community wurde hier denn abgezockt? Aber nein, die Leute, die hier Cash auf den Tisch gelegt haben, waren andere Influencer und Influencerinnen. Wer häufig auf Instagram ist, der weiß vielleicht, auf was ich hier gestoßen bin. Der geheime Untergrundhandel der Instagram-Gewinnspiele. Und holy shit hat das Ausmaße. Heute enthülle ich, was Influencer und Influencerinnen mit diesen Gewinnspielen verdienen, was in geheimen Telegram-Gruppen diskutiert wird und ob kleine Influencer und Influencerinnen von größeren abgezockt werden und für wen sich dieses Business wirklich lohnt. Falls ihr nicht wisst, worum es geht, sogenannte Loop-Giveaways. Selbst Montana Black ist bei sowas dabei und wurde dafür unter anderem von Tanzverbot kritisiert. Auch Klängern hat zu einem älteren Gewinnspiel von Monte schon mal ein Video gemacht. YouTuber Mois und Katja Krasavitsch waren schon dabei. Das Thema ist also nicht neu, wir gehen heute aber tiefer rein als je zuvor. Denn so funktionieren Loop-Giveaways normalerweise. Ein großer Instagram-Account postet ein Foto mit ganz vielen tollen Produkten. Um diese Produkte gewinnen zu können, muss man mehreren anderen Accounts folgen. Früher war das mal so, dass sich hier einfach Freunde zusammengetan haben und alle haben das Gewinnspiel gepostet und so die Follower und Followerinnen quasi untereinander hin und her getauscht. An sich eine Win-Win-Situation. Die Community kann was gewinnen und die Accounts wachsen rasant. Doch inzwischen ist das Thema Loop-Giveaways ein knallhartes Business. Wir reden von Abmahnungen, fragwürdigen Business-Konzepten, den angesprochenen Telegram-Gruppen und Blümchen. Kennt überhaupt irgendjemand Blümchen noch? Bin ich einfach zu alt? Jasmin Wagner, aka die Sängerin Blümchen, war nämlich unter den Accounts, denen man folgen musste, um von Monte eine PlayStation 5, ein iPhone oder AirPods gewinnen zu können. Sie hatte einen sogenannten Secret Spot oder Ghost Platz, wie man in der Branche sagt. Das heißt, auf ihrem Account ist gar nicht ersichtlich, dass sie gerade die Teilnahmebedingung eines Gewinnspiels ist. Die Zahl der Follower und Followerinnen schießt einfach in die Höhe und wenn man Montana Black nicht kennt, dann weiß man nicht so wirklich warum. Nicht nur das, in den meisten Fällen werden die Posts hinterher wieder gelöscht. Das Gewinnspiel von der Sarah aus der Telegram-Gruppe vom Anfang ist zum Beispiel von ihrem Instagram-Account wieder verschwunden. Hier kann niemand mehr nachvollziehen, woher das Wachstum bei den Leuten kam, die dafür angeblich 6.000 Euro pro Spot bezahlt haben. Bei dem Gewinnspiel von Montana Black vor ein paar Wochen musste man übrigens insgesamt 28 Accounts abonnieren, darunter ganz viel Shisha-Tabak, einen Süßigkeitenladen, eine Menge Coaches, die versprechen, dich richtig reich zu machen und Blümchen. Meine Vermutung ist, dass wir hier von 10.000 Euro oder mehr pro Slot sprechen, also insgesamt rund einer Viertelmillion, die vermutlich dafür bezahlt wurde. Die genauen Zahlen habe ich natürlich nicht, aber so wäre das ungefähr branchenüblich. Wieso zahlt irgendjemand so viel Geld? Naja, Blümchen hat zum Beispiel gerade eine neue Single gedroppt und wollte die vermutlich promoten oder ihr Management. Und das hat geklappt. 50.000 neue Leute am ersten Tag und sie hat sich während des Gewinnspiels quasi in ihrer Reichweite verdoppelt. Und weil das so erfolgreich ist, sprießen die Angebote dazu quasi nur so aus dem Boden. Mädelsgewinnspiele, Mädelsgewinnspiele 2.0, Blogger-Mädelsgewinnspiele, Blogger-Gewinnspiele, Blitz-Gewinnspiele, Deine-Gewinnspiele, Surprise-Gewinnspiele, JM-Gewinnspiele, Familien-Gewinnspiele 2021, Gewinnspiel for All, Gewinnspiele, Giveaways, Giftbag-Giveaways, Happy-Blogger-Giveaways, German-Blogger-Giveaways, Germans-Giveaways, German-Giveaway, Germany-Giveaways, Only-Giveaways.de, Hype-Germany-Giveaway-Reloaded. Und das sind bei weitem nicht alle. Bei weitem.
Während das Montana Black Gewinnspiel von einer Agentur organisiert wurde, sind diese Seiten oft die Vermittler zwischen großen Influencern und Influencerinnen, die bezahlt werden, und kleinen, die dafür und für die Preise bezahlen. Richtig gehört, die großen, großzügigen Instagram-Stars, die da was für euch verlosen, kriegen meistens nicht nur Geld dafür, sie kaufen oft nicht mal die Preise selbst. Und das wird dann häufig über zahlreiche Telegram-Gruppen organisiert. Jetzt würde man meinen, wenn es so viele Anbieter gibt, dann machen die sich doch gegenseitig kaputt. Es kann doch nicht so viele Leute geben, die dafür zahlen. Anscheinend schon, denn die Nachfrage steigt, wie mir eine ehemalige Teilnehmerin erklärt hat. Ich bin aber auch in der Gruppe geblieben, obwohl ich daran nicht mehr teilgenommen habe. Und ich habe auch wirklich mitbekommen, dass wirklich so ein Kampf schon geherrscht hat, dass sie dann auch verlosen mussten, wer überhaupt noch an diesen Gewinnspielen teilnehmen kann. Da sind auch manche Mädels dann wochenlang an kein neues Gewinnspiel rangekommen, weil einfach die Nachfrage so groß war. Während unserer Recherche wurde auch das hier in eine der Telegram-Gruppen geschrieben. Da wir jedem Geldbeutel gerecht werden wollen, wird es eine neue Seite geben. Es gab eine extreme Nachfrage danach und wir wollen Plätze auch denen ermöglichen, die weniger Budget haben. Bei den meisten Gewinnspielen mit Hauptacts ist dies nicht möglich, da immer höhere Honorare gezahlt werden müssen. Immer mehr Nachfrage heißt immer höhere Preise. Aber was denn für Preise? Das ist teilweise alles höchst professionell in Telegram geregelt, mit Preislisten sogar manchmal. Laut dieser Liste sind 50.000 bis 100.000 neue Follower und Followerinnen, also ungefähr das Wachstum von dem Montana Black Gewinnspiel, rund 10.000 bis 20.000 Euro pro Slot wert. Was mit dem eingesammelten Geld dann passiert, wird teilweise auch sehr transparent aufgeschlüsselt. Gage Blogger 10.000 Euro, Preise Verlosung 4.000, Versandkosten 100, Bildbearbeitung 50 Euro. Kleinere Accounts sind auch günstiger zu haben und werden mit hochprofessionellen Media Kits promotet, wo genau steht, mit wie viel Zuwachs in was für Zielgruppen man rechnen kann. Ghost-Plätze sind aber immer ein bisschen teurer als Plätze, bei denen man seine Follower und Followerinnen durch einen eigenen Post auch mit in den Ring wirft. Und vielleicht denkt ihr euch jetzt, Robin, das ist mir doch egal. Sollen die Influencer und Influencerinnen doch ihr Geld ausgeben und wachsen und ich kann dann vielleicht sogar noch was gewinnen? Wo ist das Problem? Tja, darum geht's jetzt. Es ist nicht wirklich nachhaltig. Ich glaube, es ist wahrscheinlich irgendwo eine Art Sucht. Entweder werden die halt Minderwertigkeitskomplexe und geben halt viel Geld irgendeinem Scharlatan. Aber bevor wir dazu kommen, wer hier am Ende eigentlich profitiert, profitiere ich einmal kurz und mache eine Werbepause. Wer mich noch nicht lange kennt, wir machen auf diesem Kanal Werbung manchmal ein bisschen anders. Bleibt dran, geht gleich weiter. Aber sicher, Digi. Sicher, Digi. Mitarbeiter ist zurück, 4 Jahre untätig. Aber nur weil es Kohle gibt. Sellout-Rapper. Schäm dich. Schlechter Hip-Hop ist ein richtiger Job. Andere Rapper haben dauernd Stress mit den Cops. Kriminelle Rapper schlagen sich mit Richtern rum. Ich hab dafür eine Rechtsschutzversicherung. Bei mir ist alles voll korrekt und absolut legit. Hab sogar den Waffenschein für diese Waffe mit. Oh mein Gott. Oh, fuck. Oh, es tut mir so leid. Ich weiß auch nicht, wie konnte das passieren? Ich war mir so sicher. Also, die Waffe war komplett gesichert. Aber eigentlich ist es ja auch egal, denn ich bin Baba Haftpflicht versichert. Meine Versicherungspolice. Ohne Versicherung ist mies. Man zahlt mir Geld für schlechte Raps, damit die Flag kennen. Jetzt habt ihr voll den Durchblick, so wie Superman. Also ich muss jetzt schon sagen, ich finde Superman ist eigentlich gar nicht mal so ein gutes Beispiel, weil ich meine, der wird ja nicht krank und er fährt außerdem kein Auto, aber also das gesagt, Clark finde ich schon ziemlich spannend, weil jetzt, wo ich gerade hier so blutend am Boden liege, ich merke schon, ich hätte das besser planen sollen, man weiß ja nie was. Jetzt halt ihr nicht die Fresse, ich will weiter rappen! Nochmal zu Clark! Das kann ich jedem voll empfehlen, alles digital, statt dich mit Papierkram umzuquälen. Experten helfen dir, per E-Mail, Chat und Phone, machen den Bedarf weg und dann passt das schon. Ist mir egal, wenn mein Lambo kaputt geht. Versicherung. Ist mir egal, wenn man mir die Zähne ausschlägt. Zahnzusatz. Versicherung. Ich hab nicht mal Stress, wenn ich auf dein iPhone draufdreht. Versicherung. Und bevor ich irgendwann anfange, so wie Sido Verschwörungstheorien rauszuhauen. Versicherung. Also, um es nochmal zu erklären, ihr ladet einfach die Clark-App runter, da könnt ihr eure existierenden Versicherungen hochladen und managen und Clark sagt euch dann, ob die sich lohnen und bietet euch einen Vergleich von über 160 Versicherungsunternehmen an. Und mit dem Code RAP45 könnt ihr außerdem bis zu 3 Verträge hochladen und dann bis zu 45 Euro Gutschein für Amazon bekommen. Ist doch geil, oder? Meine Versicherungspolice. Ohne Versicherung ist mies. Meine Versicherungspolice. Ohne Versicherung ist mies. Ich bin übrigens berufsunfähigkeitsversichert. Alle anderen Rapper sind einfach nur berufsunfähig.
Gucken wir doch nochmal in den Account von Blümchen. Sie hat zwar 80.000 Follower und Followerinnen gewonnen, aber über 30.000 seitdem auch wieder verloren. Im Endeffekt muss man ja sagen, die Leute folgen einem nur wegen des Gewinnspiels und folgen ihrem zweiten Account. Und nach einer Woche entfollowen sie wieder. Selbst Montana Black, der davon ja extrem profitiert, hat das in einem Interview super offen zugegeben. Ich werde nie verstehen, warum Leute darauf aus sind, über diese Art und Weise Reichweite zu generieren. Weil entweder entfolgen die Leute danach wieder oder sie werden halt inaktiv. Auch andere ehemalige Teilnehmerinnen haben uns das bestätigt. Circa 50% der Follower entfolgen dann sowieso wieder. Wir können dir sagen, dass Gewinnspiele zwar schnell mehr Follower bringen, jedoch langfristig sich eher negativ auf die eigene Reichweite auswirken. Aber warum ist das denn jetzt ein Problem? Hier mal eine Beispielnachricht aus einer der Telegram-Gruppen. Weißt du schon, wie viel es kostet? Muss mein Mann schon vorbereiten? In diesen Telegram-Gruppen sind oft junge Frauen. Junge Frauen, die in vielen Fällen eben noch nicht davon leben. Frauen, die vielleicht große Influencerinnen als Vorbilder haben und auch davon träumen, so selbstständig ein eigenes Business zu haben. Ich habe die ein oder andere junge Mutter gesehen, bei denen es so wirkte, als würden sie sich so ein Einkommen neben dem Familienleben aufbauen wollen. Und daran ist überhaupt nichts verwerflich. Aber bekommen die denn für ihr Erspartes, was sie erwarten? Einen Account, bei dem sie dann ebenso Werbung verkaufen können. Viele der Follower und Followerinnen sind dann wieder weg, das wissen wir schon, aber einige bleiben ja. Was sind das denn für Leute? Das sind sowohl reale Personen, das sind aber auch ganz viele, die sich Fake-Accounts angelegt haben. Und dann gibt's noch die, die ihre Gewinnchancen mit Bots erhöhen. Kann ich ja verstehen, ich will The PlayStation gewinnen. Ich habe Rezo mal gefragt, ob er sich das mit seiner Website Nindo mal genauer angucken kann. Nindo Pro hat nämlich eine Funktion, die potenzielle Werbekunden davor warnt, wenn ein Instagram-Account verdächtig ist. Und Nindo würde viele dieser Accounts flaggen. Obwohl man viel Geld dafür ausgegeben hat, bei so einem Gewinnspiel dabei zu sein, sind die Accounts für Werbekunden oft hinterher weniger wert. Nicht nur das, Leute, die vorher bereits eine gesunde Community hatten, erreichen die potenziell hinterher schlechter. Das berichtet zum Beispiel hier eine Influencerin schon in 2019, die einmal mitgemacht hat und sich damit den gesamten Account zerschossen hat. Was sagen denn die Veranstalterinnen auf Telegram, wenn jemand solche Bedenken äußert? Wie ihr in dieser Zeit performt, damit die Zuschauer bleiben, weil sie mögen, was sie sehen, liegt bei euch, unterm Geschmack des Zuschauers. Wenn das so ist, dann treffen die Veranstalterinnen dieser Seiten anscheinend oft den Geschmack nicht. Denn das ist eine Sache, die ich euch noch gar nicht richtig erzählt habe. Wer steckt denn hinter diesen ganzen Instagram-Gewinnspielseiten? Andere Influencerinnen. Das sind mittelgroße Influencerinnen, die kleinen Influencerinnen, die Plätze in den Gewinnspielen von ganz großen Influencerinnen verkaufen. Teilweise für einen Anteil, fast immer ist die Bezahlung aber mindestens die Teilnahme. Bei jedem Gewinnspiel sind die Organisatorinnen selbst mit ihren privaten Accounts dabei. Und siehe da, die Accounts der Betreiber und Betreiberinnen von drei der beliebtesten Seiten in Deutschland schreiben alle rote Zahlen, wenn gerade kein Gewinnspiel läuft. Und Nindo würde sie für Werbekunden relativ negativ bewerten. Heißt, die Leute, die die ganze Zeit diese Gewinnspiele verticken, müssten eigentlich selber wissen, dass das für den Account nicht gut ist. Und sie müssen aber immer weiter Gewinnspiele veranstalten, weil sonst das Kartenhaus zusammenbricht. Ich glaube, es ist wahrscheinlich irgendwo eine Art Sucht. Ich denke einfach, dass diese Gewinnspielinhaber dann einfach da irgendwie so sehr in diesem Mindset schon drin sind, dass sie da einfach selber einfach auch mit profitieren wollen. Und dann auch zu sagen, so pass auf, guck mal, ne, ich mache diese ganzen Gewinnspiele und du siehst bei mir, ich habe jetzt 400.000 Follower nach 3 Monaten oder was weiß ich bekommen. So, du kannst es auch schaffen. So, ne? Das ist so ein bisschen dieser scheinheilige Trust, den die dann an die potenziellen Kunden dann ja weitergeben wollen. Es scheint also eine Spirale zu sein, aus der man nicht mehr so wirklich herauszukommen scheint. Und meiner Meinung nach sind die Veranstalterinnen hier oft nicht transparent. Genauso bei der Transparenz den Fans gegenüber. Das hier sind Screenshots aus den Stories einer der größten Gewinnspielseiten in Deutschland. Wir haben zusammengelegt. Hashtag Girlpower. Wie könnt ihr das finanzieren? Wir verdienen uns als Influencer Geld nebenbei. Wir sind Non-Profit.
Was hier aber nicht erwähnt wird, ist, dass nach meinen Informationen nur die Kleinen hier zusammenlegen und sehr wohl die großen Influencerinnen profitieren. Nicht nur das, die Organisatorinnen, die sich mit diesen Seiten oft als Wohltäterinnen schmücken, zahlen angeblich nichts für die Preise oder ihre Teilnahme. Das wird alles angeblich nur von den Kleinen getragen. Ich habe die Betreiberinnen dazu gefragt, ich habe ihnen eine Anfrage geschickt, aber leider zum Zeitpunkt dieser Aufnahme keine Antwort erhalten. Fairerweise muss ich aber noch eine Sache sagen. Auch wenn es Bedenken gibt, ob diese Gewinnspiele langfristig nachhaltig für den Account sind oder ihm nicht eher schaden, kurzfristig bringen sie was, zum Beispiel bei Blümchen für die Promo ihrer neuen Single. Und dann mache ich dann eher dann so, bei so einem Gewinnspiel mit, weil ich dann genau weiß, okay, ich kriege genau in dem Zeitraum, wo ich mein Produkt im Online-Shop launche, kriege ich genau dann die Attention. Da unterscheiden wir ein bisschen dann zwischen eben nachhaltiger Follower-Anhängerschaft, also realen Followern oder eben diesen kurzen Effekt. Und bei so vielen Menschen, die zum ersten Mal deinen Account sehen, bleiben natürlich immer auch ein paar kleben. Das war ein Grund, warum unter anderem das Montana Black Gewinnspiel wiederum kritisiert wurde. Der YouTuber Benedict Clute wurde von einem der Veranstalter des Gewinnspiels abgemahnt, weil er kritisiert hat, dort wären mehrere Coaches dabei, die fragwürdige Businesskonzepte bewerben würden. Und natürlich werden viele davon nicht kaufen, aber viele davon sehen immer wieder diesen Content, sehen immer diese Bilder, wie die mit Lamborghini rumfahren, sehen immer wieder, wie die toll essen gehen, wie die Weltreisen machen. Und dann bekommen die immer langsam mehr dieses Minderwertigkeitsgefühl. Und das ist das Problem. Entweder werden die halt kriegen Minderwertigkeitskomplexe und geben halt viel Geld irgendeinem Scharlatan. Und nicht nur das. Diese riesigen Zahlen an Follower und Followerinnen geben dem Account natürlich auch eine gewisse Glaubwürdigkeit. Wow, der hat 100.000. Was der verkauft, muss ja richtig gut sein. Es kann sich also lohnen, solange das Ziel nicht ist, langfristig eine seriöse Influencerin oder ein Influencer zu werden. Was man aber fairerweise auch noch sagen muss, viele dieser Gewinnspielseiten für Frauen achten explizit darauf, dass der Content passt. Also dass nur Frauen mit ähnlichen Themen auch überhaupt mitmachen dürfen. Das heißt, die Chance, dass hier Leute hängen bleiben, die das dann auch inhaltlich interessiert, ist auf jeden Fall höher. Es gibt aber auch eine Menge unseriöse Seiten. Es ist schon so ein bisschen so eine kleine Mafia, ist das tatsächlich. Je nachdem, an wen du, glaube ich, gerade gehst. Und deswegen würde ich da schon wirklich vorsichtig sein. Eine Sache will ich auch noch dazu sagen. Es ist tatsächlich super schwer, auf Instagram ohne sowas zu wachsen. Deswegen folgt mir auf Instagram. Ihr kriegt von mir absolut nichts. Ich verlose gar nichts, aber folgt mir trotzdem.